Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Wir spielen weiter die Weekend League, haben noch 8 Spiele vor uns. Ich hatte jetzt eine kleine Aufnahmepause gemacht und was gegessen. Und jetzt, ja, gewinnen wir mal die nächsten beiden Spiele. Ginter hat sich verletzt. Was hat er denn? Oh, 2 Spiele, Knie. Na dann da fällt mir gerade ein, am Anfang haben sich echt viele echt oft verletzt. Und das ist aber jetzt irgendwie in letzter Zeit nicht mehr so häufig passiert. Vielleicht haben sie das auch wieder rausgepatcht. Keine Ahnung. Und ich hoffe, dass jetzt meine andere Mannschaft 2 Spiele durchhält, damit sich Ginter regenerieren kann. Man muss halt jetzt mal Calcio A beide Spiele spielen, was soll's. Icardi macht schon die Buden, ich meine, ist ja der beste Stürmer bisher. Oh mein Gott, 15 Spiele. 15 Spiele, wovon wir wahrscheinlich sogar ein paar abziehen müssen, wegen vielleicht 2 oder so, wegen den Abbrüchen teilweise. Und 31 Scorerpunkte. Also mehr als 2 Scorerpunkte pro Spiel ist schon krass. Ah, das ist Inform Chichesny, oder? Jesus wieder von drin. Ich spiele auch viele Rooney. Ich weiß nicht, ob Rooney jetzt einfach sich gut spielen lässt in FIFA 17, aber er ist eigentlich nicht so. In FIFA 18, da war sonst in FIFA 17 und so nicht so beliebt, glaube ich. Soll sich da konzentrieren, nicht so viel rumlabern, hinten gut stehen und vorne die Buden reinmachen. Aber Icardi macht die schon. Icardi hat Bock, Icardi kann Tore. Und geil wäre mal wieder ein Spiel zu 0, oder? Wie geil wäre das denn? Wo wir einfach mal so gut verteidigen und der Gegner so schlecht angreift, dass es keine Gegentore gibt, für uns zumindest. Hat Kosiel nämlich aber gut weggedrückt mit seinem Körper. Alter, wenn der Schuss nicht geblockt wird, das ist mit Sicherheit ein Tor. Hätten wir auf jeden Fall näher an Rooney dran sein müssen. Hat mir jetzt nicht so richtig gefallen, dass er da so unbedrängt zum Abschluss kommt. So, deckt er irgendwas? Oh, rennt hin und her. Okay, dann gehen wir kein Risiko ein. Hätte schon ein Gegentor sein können, aber ja, hier kann ich mir maximal vorwerfen, dass ich einen anderen Spieler zum Verteidigen nehmen muss. Ich habe halt woanders verteidigt und leider war dann der zugeteilte Verteidiger nicht in der Lage, sich so zu stellen, dass der nicht komplett frei steht. Das war ein bisschen scheiße vom Spieler und das war auch wieder komisch. Egal. Geht nicht gut los. Endlich mal gut verteidigt. Mit Lichtsteiner. Rennt gerne mal drauf. Fuck! Macht hier einen Fehler. Vielleicht können wir das mit Doppelpässen ein bisschen ausnutzen. Mal schauen. Oh! Den habe ich aber auch eingehen sehen. Schade. Habe ich gesehen, dass er das macht. Bin da dementsprechend mitgelaufen mit Musaccio. Ich muss sagen, er rennt schon ziemlich aggro rum. Oh, wieso kriegt er denn den Ball da bitte schön? So sollst du den nicht mal ansatzweise spielen. Ich muss aufhören, mich aufzuregen über die Fehler. Da werde ich nur schlechter. Hat er eigentlich gut antizipiert. Und da hatte er glücklicherweise mal einen Stellungsfehler in der Abwehr. Und ich konnte ihn super gut ausnutzen. Und El Shaarawy macht das dann. Hab hier auch ihn ins lange Eck geschlenzt. Das war jetzt irgendwie ein merkwürdiger Schlenzschuss, aber ich habe ihn geschlenzt. Und er macht ihn dann halt irgendwie doch trotzdem irgendwie mit der Pike ganz merkwürdig. Keine Ahnung, vielleicht gleich noch ziemlich am Sprinten war.
Schönes Ding. Hat sich überhaupt nicht angezeichnet, aber es ist zumindest ein verdientes Tor, weil er hat da einen krassen Fehler gehabt und den konnte ich gut ausnutzen. Und jetzt mache ich mal direkt das zweite nach. Vielleicht ist es auch ganz gut für die Moral, dass ich das bisherige Bild hier mal so ein bisschen ändert, weil wie gesagt, bisher sah es eher schlecht aus für mich. Er rennt schon ziemlich akrom auf den Ballführer drauf, habe ich das Gefühl. Wie gesagt, das müsste man eigentlich mit Doppelpässen wie jetzt zum Beispiel schön ausnutzen können. Och nein, wir waren mit zuletzt dran, schade. Krasses Tor von Felipe Anderson. Konnte man hier nicht auch irgendwie auf die... Ja, genau, hier hingehen, jubeln. Ja, das wollte ich machen. Ich jubeln, glaube ich, gerade ins Nichts rein, aber egal. Krass! Ey, dass es jetzt hier 2-0 steht bei dem Spiel, hätte ich echt nicht gedacht. Wahnsinn, aber was für ein Tor schon wieder von Felipe Anderson. Ich sag ja, gefährlichster Mann, was das Außenspiel angeht. Sehr geiles Tor. So, aber es ist nur ein 2-0 und der Gegner hat nicht so schlecht gespielt bisher. Aber ich glaube, er ist Moral, also nach dem 1-0 hat er, glaube ich, ziemlich Moral eingebüßt. Das sollte mir entgegenkommen. Ich glaube, das macht er mehr Fehler. Schön positioniert mit Rossi. Hier gerade seine aggressive Draufrennweise. Och, das kann doch nicht sein. Da waren wir eigentlich auch schon dran. Schön gemacht mit Musaccio. Also eine aggressive Spielweise, wenn er auf den Ballführer rennt, müsste eigentlich dazu führen, dass wir hier das ein oder andere Mal durch Lücken durchkommen. Oh, hat es gesehen, wie er da Probleme hatte mit der Ballannahme Brozovic, sonst wäre das hier wahrscheinlich das dritte gewesen. Ich hätte einfach nur unten auf El Sharabi spielen sollen, so wie der das wieder gemacht hat. Aber leider war dann der Pass schon gedrückt. Ja, jetzt spielt er auch viel wilder als am Anfang. Ich sage ja, er hat Moral eingebüßt. Jetzt ist es halt wirklich wichtig, dass wir kein Gegentor fressen, weil sobald er jetzt ein Tor schießt, steigt seine Moral halt und er wird wahrscheinlich wieder besser spielen. Deswegen ist es jetzt halt wirklich sehr wichtig, dass wir... entweder selber... noch eins machen oder eben zumindest keins fressen. Aber das machen wir bisher eigentlich ganz gut. Ja, er macht immer wieder den Fehler. Das war blöd. Schön, Musaccio gefällt mir immer noch überaus gut. Hat sich auch gelohnt, denke ich, ihm Anker zu geben. Weil vielleicht hat er das uns jetzt nicht geschafft. Ja, wir haben nur einmal aufs Tor geschossen, aber haben zwei Tore geschossen. Das liegt daran, ich weiß nicht, woran es liegt, aber nach wie vor, wenn man ans Alu schießt, egal ob Pfosten oder ob an die Latte, es zählt dich als Torschuss aufs Tor. Sobald du Alu triffst, zählt es nicht als Torschuss aufs Tor. Total bescheuert, oder? Aber es ist schon, seitdem ich denken kann, in FIFA so. Auch so eine Kleinigkeit, die jetzt nicht wirklich schlimm ist, aber die man vielleicht mal korrigieren könnte, weil logischerweise, sobald man Alu trifft, ist es ein Schuss aufs Tor. Zumal man ja logischerweise, wie man oft genug sieht, ja auch ans Alu schießen kann und dann geht er rein. Also, was ist denn da? Was soll denn sonst ein Schuss aufs Tor sein, wenn nicht das? Habt ihr gesehen, wie ich genau abgedeckt habe und eigentlich auch mit der Fußspitze dran war? Also... das habe ich halt gemeint mit Situationen, die nicht perfekt verteidigt sind, weil logischerweise, wenn ich es perfekt verteidige, habe ich halt den Ball. Aber die halt einfach ultra schwer perfekt verteidigt zu oh mein Gott. Die aber sehr, sehr schwer nur perfekt zu verteidigen sind. Also da ist es dann halt nicht ungewöhnlich, wenn man dann doch mal einen Fehler macht, aber
In dem Fall. Was war das denn? Das war ein Pass nach vorne und er hat ihn einfach sich selbst quasi vorgelegt. Also wieder ziemlich aggressiv, was mir aber entgegenkommt. Geil, oder? Das war genauso geplant. 1:1 war das geplant. Sehr schön. Ah, der Gegner bricht ab. Sehr gut, sehr gut. Damit können wir nämlich Zeit sparen. Schön entgegen die Laufrichtung des Torhüters. Flach ins lange Eck. Nice. Tore. Icardi, Andersen, also schön das Dreieck von. Hätte nur noch Brozovic gefehlt, aber er hat bestimmt eine Vorlage gemacht. Icardi schon wieder mit 3 Scorerpunkten. Ey, das ist so unglaublich. Und Icardi, also ihr wisst es natürlich schon, aber jetzt in meiner Zeitlinie ist es noch nicht so. Aber es könnte sein, dass Icardi eine Inform bekommt in der nächsten, im nächsten Team of the Week. Und die werde ich mir auf jeden Fall kaufen. Aber sowas von. Der ist so unglaublich, was der für Scorerwerte hat. Das ist einfach nur krass. Den werde ich mir aber auf jeden Fall holen, sollte der eine Inform bekommen. Auf jeden Fall. Ach, so geil, der Mann. Und deswegen stört mich auch überhaupt nicht, dass wir jetzt direkt noch ein Spiel machen. Aber ich wollte eigentlich nochmal meine Außenspieler kontrollieren, wie es bei denen aussieht. Ich glaube, Kramaric hat komplett abgekackt. 37 Spiele, 14 Scorerpunkte, 16 Scorerpunkte auf 37 Spiele. Das klingt erstmal ganz gut, wie gesagt. Aber ich glaube, das ist in FIFA 18 ein bisschen anders. In FIFA 17 war halt 0,3 Scorerpunkte pro Spiel. Also in jedem dritten Spiel ein Scorerpunkt war gut. 18 Spiele und 14, das ist halt krass. In 18 Spiele 14, oder müssen wir vielleicht noch ein, zwei abziehen. In 18 Spielen 14 Scorerpunkte. Unglaublich. Nee, Quatsch. Nicht 14. Doch, 14 Scorerpunkte. Doch, 14 Scorerpunkte. Das ist krass. Und mal gucken, wie es bei Kramaric hat 3, ist eigentlich auch noch okay in 10 Spielen, aber nicht, ja, nicht so geil. Zumindest wenn man es vergleicht mit El Shaarawy und Felipe. Und Zuber hat in 10 immer ein 4. Aber gefühlt ist Zuber auch besser. Aber obwohl ich, also was ich auch sagen muss, El Shaarawy fühlt sich gar nicht so geil an, finde ich. Aber er macht trotzdem deutlich mehr Scorerpunkte, als ich gedacht hätte. Und Felipe Anderson fühlt sich krass an. Und ja, macht halt auch Buden ohne Ende. Was heißt Buden? Scorerpunkte. Wobei er hat ja schon 8 Tore in 18 Spielen, also macht er schon viele Tore. Ein 87er ZM, wer ist das denn? Özil oder was? Ne, Özil ist glaube ich noch höher als 87. Okay, Son links, dann. Wie heißt das? Salah, glaube ich, der Inform rechter Flügel. Konnte ich mir gar nicht in Ruhe alle angucken. Hat jetzt glaube ich auch noch einen 6er und einen Rechtsverteidiger als Inform. Wenn ich es richtig gesehen habe, dann hat er auch. Im 4-2-3-1 gespielt wie ich, oder? Hab ich da gerade verguckt? Schön gemacht mit Lichtsteiner. Oh, da haben wir Glück. Ich wollte natürlich auf El Shaarawy spielen und es hat gar nicht geklappt, aber wir bekommen trotzdem den Ball. Oh. Liebe Andersen arbeitet meist stark nach hinten mit, sehr gut. Auch jemand, der eher aggressiv drauf geht und nicht so abwarten spielt. Oh, Mist! Das war doch eine geile Flanke! Was macht er denn? Der Anderson hätte einfach nur einnicken müssen. Danke. Nicht mehr so geil, danke. Was? Da kommt? Oh mein Gott.
Benatia steht zum Glück gut da. Ich traue mich immer nicht, in diesen Situationen dicht an den Gegner ranzukommen. Ich lasse immer zu viel Platz, weil ich immer Angst habe, dass er mich dann wegdribbelt. Scheiße, zu lange gesprintet. Okay, also mir gefällt auch wie im letzten Spiel der Anfang überhaupt nicht von dem Spiel. Da sollte der Ball nicht hin. Ey, was ist mit diesen Scheiß wechseln manchmal soll. Egal, konzentrieren. Ich muss jetzt versuchen, hier ein bisschen reinzufinden ins Spiel. Macht es mir echt nicht leicht, ins Spiel reinzufinden. Oh, okay, es gibt die Ecke, na immerhin. Mist, ein bisschen mehr aufs Tor und der wäre gefährlich gewesen. Nice. Schade. Oh, ich wusste, dass er da hinzieht. Es hat trotzdem nichts gebracht. Hat natürlich schon lange auf Passen gedrückt, aber keine Ballkontrolle. Scheißpass. Weiß ich nicht, ob das ein Foul war, aber es sah irgendwie ganz verdächtig nach einem Elfmeter aus. Okay, er läuft zu. Dann lassen wir das. Fuck! Das war ein schöner Laufpass. Ich wusste halt nicht, dass er mich da, also dass er grätscht und mich durchrennen lässt, sonst hätte ich logischerweise die Schuss da schon nicht mehr gemacht. Wo stehen denn hier die Großen? Da hinten ist Benatia. Oh, es war auch echt El Shaarawy dran. Fuck. Ich dachte, es wäre einer von ihm gewesen. Macht er fast wieder den gleichen Fehler.
Puh, es könnte auch schon 1-0 für den Gegner stehen. Auch wenn es ein relativ ausgeglichenes Spiel war, ich denke, der Gegner hatte die besseren Chancen. Von den wenigen. Aber die Null steht erstmal, das ist schon mal gut. Wir haben auch insgesamt ganz gut verteidigt. Ein, zwei Situationen gibt es ja leider immer. Oh, was hier manchmal passiert, ist echt Wahnsinn. Da hatten wir fast noch mal den Ball. Oh, das ist eigentlich fast schon rot, ne? Von hinten reingegrätscht, weil er genau in dem Moment, als ich grätsche, sich mit dem Rücken zu mir dreht. Also das war krass, dass es kein Foul war. Also es war ein Foul, ich meine jetzt kein roter war. Wir haben wir das wieder gut gelöst. Ich wollte eigentlich auch dieses Ballvorlegen ein bisschen anders machen, als es gemacht hat. Ah, der Glück. Oh, da hat er doppelt Glück. Scheiße, das war mal ein guter Angriff. War das so geplant? Kann ich mir nicht so vorstellen. Gut verteidigt. Nehmen wir mal El-Sharabi.
Oh, okay, das war lucky. Also, dass er reingeht, war erstmal richtig geil, logisch, aber es war auch lucky, dass wir den überhaupt so schießen. Weil wir ja nochmal an den Ball kommen, da war er eigentlich schon weg. Das war lucky. Also, hier ist es, falls ich jetzt gewinnen sollte und nicht noch irgendwie krasser Scheiß passiert in den 80 Minuten, in den letzten 10 Spielminuten, dann ist das mal ein Sieg, wo ein Unentschieden, also ein Sieg für mich, wo ein Unentschieden verdient gewesen wäre. Aber wir gucken erstmal, wie es weitergeht. Mal schön, wie er den da auch unhaltbar wieder mit Innenpfosten und rein. Das zählt also wieder mal nicht als Torschuss. Das geht natürlich direkt auf sehr defensiv. Eigentlich können wir auch direkt Abwehrriegel reinmachen. So, und jetzt mal ein richtiges Zeitspiel, bitte. Lass dich nicht wieder zu irgendeiner Scheiße hinreißen. Mach einfach mal ein richtiges Zeitspiel. Ach, da hätte ich den Ball annehmen sollen, also stoppen sollen. Hätte mal über die andere Seite spielen sollen, wo Lacazette steht, der logischerweise noch viel mehr Pace mitbringt und Ausdauer. Und das Zeitspiel ist bisher ziemlich schlecht. Da ist direkt Lacazette. Rot, rot. Wie er sich noch eine rote einfängt. Das ist rot. Deswegen bricht er auch direkt ab und es gibt keinen Vorteil. Passt im Trikot. Für Bakayoko. Sorry. Heute kann ich jetzt nichts. Danke. Vertribbelt, aber das sollte es trotzdem gewesen sein. Wenn noch was ganz Verrücktes passiert. Sag ich doch. Nice. Wie gesagt, unverdienter Sieg. Okay, die rote Karte. Ja, die kam so spät, auch da würde ich sagen, es war da nicht mehr verdient. Unverdienter Sieg, unentschieden wäre verdienter gewesen. Und die Vorlage zählt sogar für Icardi, okay. Meiner Meinung nach gab es da keine Vorlage, weil der Ball irgendwie nochmal zu mir gestolpert ist. Jetzt haben wir zwei Spiele geschafft, auch die Folge ist gar nicht mal so lang. Weil das eine Spiel abgebrochen. Warte, wir haben jetzt schon Gold 3 bei 10. Ne, wir haben jetzt schon 11 Siege. Okay, krass. Nice. Okay, wenn wir jetzt noch zwei Siege einfahren, dann wären wir besser als in der letzten Weekend League, hätten das beste FIFA 18 Ergebnis und wären dann sogar schon Gold 2. Da hätte ich natürlich Bock drauf. Aber noch mehr Bock habe ich darauf, jedes Spiel zu gewinnen. Ich will jedes Spiel gewinnen. Vielen Dank. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Tschö, tschö.